Sonne genießen. Noch mal reinfugen, ist mir das scheißegal. So. Ich gehe trainieren. Posing. Ich muss Ticket kaufen. Für die Kompetition, für meine Leute. Dann. Moment, ich gehe noch ein Auto. Da gehe ich noch ankaufen. Ich kann erst einmal oder nicht mehr so viel. Da gehe ich schämen. Den Vlog machen, den hier. Also editieren, dass ich kann online setzen. Moin moin. Ja, hau das mal hin. Nach 6 Tagen. Es läuft besser. Nach 6 Tagen, bis er auf die Bühne geht. Ja, ich hatte zum Beispiel schon eine super Aventur. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesagt habe. Doch, da ein bisschen. Und zwar habe ich gedacht, ich muss ein bisschen eins gehen mit den langen Haaren, ein bisschen krauseln machen und so weiter und so fort. Für und allem, hier am Land möchte mein Kaffee mit Haaren auf die Bühne. Mehr schöne Desideren, dass ich eigentlich schon 5 Wochen, natürlich 4 Wochen nach dieser Kompetition nur noch in Deutschland auf die Bühne gehen. Und das hat nicht für mein Haar zu machen, natürlich muss ich selber eins gehen. Dafür übe ich all Tag schön brav mit meinem Eisen für mal etwas Krausel-ähnliches dran zu machen. Und wünsche natürlich, hat man immer mit der Haarhand diese Golf, für die du seid, wenn ich Zeit gewürselt habe, man, ich Idiot, ich will die andere Seite, du wird wärmer. Das ist, ja, schon hier, den ganzen Deal. Ich nehme mal richtig scheiß weh, weil das ist der kleine Fanger, den rot aus, wie ihr gesagt. Mehr. Ja, pain in the ass. So, ich meine, ich nehme mal fest am Auto. Ja, trainingstechnisch geht das Woche natürlich auch nicht. Peak Week ist immer ein bisschen ein anderes Training wie die Main der Woche für drin, weil es eigentlich wirklich wichtig ist, dass ich den Muskelenke ganz platt möchte. Heißt, am Muskel wird Energie gespeichert. Und wenn ich trainiert, dann wird die Energie aus dem Muskel geholt und freigesetzt. In der Praxis ist das so, dass wenn ich wirklich eitel aus, muskeltechnisch, wenn der Muskel ganz eitel ist, dann sieht er noch platt aus. Und dann sind nicht so voluminös. Und das wird bewusst gemacht, die Woche für drin. Also wir waren da ziemlich bewusst, die Woche für drin. Für dann, ein, zwei Tage für eine Kompetition, gut viel Kohlenhydrate zu sich zu holen. Und dann zieht der Muskel natürlich direkt die Kohlenhydrate. Und der Muskel pumpelt sich ab und dann geht er mit voluminös und gesagt ihnen mehr. Das ist natürlich bei weitem mehr zu sehen bei. Okay, ich gesehen, gut, ich raus! Das ist viel mehr, viel besser zu sehen bei richtig starken Bodybuilder, bei den Männern, die massiv Muskeln vorzuweisen haben. Die haben noch viel mehr Fett auf ihre Muskeln. Ich muss bedenken, ich kann auch nicht so auf die Bühne gehen und auch komplett rösche sind. Ein bisschen rösche, ja, aber nicht komplett, weil meine Kategorie das gar nicht verlangt. Das ist bei mir gesagt, die Leute sind nicht so massiv wie bei einem Bodybuilder, der 100 Kilo Muskelmasse auf die Bühne bringt. Aber das merkt man aber ein bisschen. Für allem fühlt man sich platt, wenn man so wenig Kohlenhydrate hat und dann so trainiert und Muskeln verschwunden. Aber ja, das ist das, was das vorsteht. Die Trainings sind anstrengend, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich lebe schon viel Gewicht, ich mache 3-4 Wiederholungen. Und sterbe bei den Wiederholungen, ja. Aber hier ist dann ganz wenig Gewicht und ich muss 7 Millionen Wiederholungen. Und ich habe das Gefühl, dass das mehr Cardio wie Krafttraining. Ja. Aber Cardio ist nicht gerade das, was ich aus Frieden, mein. Aber ich habe schon bald beim Laufen. Dann. Und dann sehen wir uns dann noch. Ciao, ciao.
keine Warane, nein. Das wäre nicht so cool. Mein Training hat er gerade gesehen. Ich werde noch abkaufen. Ich habe keine Sommer mehr, keine Gemäß mehr. Das ist gerüst sind für den Rest von der Woche. Ziel also heute noch zum Meal preppen für so gut wie die ganze Woche. Und manchmal ein bisschen Freude. Dann steht noch un Boot putzen. Die ist dringend nötig. Ja, die Sachen wie Haushalt, die bleiben immer ein bisschen auf der Strecke. An der Prep fand ich mal. Bei mir mal daheim. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Wir 4 Stunden pro Woche arbeiten, plus Training, plus Meal Prep, Posing. Geht ein bisschen Zeit drauf. Ja, aber das ist halt mein Ziel. Das Pediküre. Das mein Face schon gut ausgesehen. Sonden. Solarium muss ich noch haut. Und dann sind wir. Dann ist gut. Dann ist relax und dachte den Vlog nach zusammen schneiden. Ja, für den Rest geht alles mir los. Hier geht mir los. Ich bin eine Frau, am Moment schlafe ich gut. Ich muss euch den Wecker gestellt heute Morgen. Ich wollte mit meinem Hund eine Stunde an den Busch. Dem war nicht so schön weiter geschlafen. Weil doch okay aus. Der Körper braucht den Schlaf, um sich gut zu rekuperieren. Eine gute Rekuperation ist. Da ist der Körper besser ausgesagt. Also, und ich mein Körper den Schlaf gibt. Aber das heißt, ich muss nur eine Stunde an den Busch oder eine Stunde auf den Velo. Dabei war mein Training schon wirklich Cardio. Die hat ihr gesehen. Ich bin heute den Haltung gestorben. Nee, das ist okay. Das muss sein. Du musst mal Zahnbeißen an der Dusche. Heute habe ich mein Haar für dich selber gewaschen. Die Föhnen dauert ein bisschen lang. Ich meine, die Tritzen sind auch noch ein bisschen nass. Ich sehe, dass ihr nicht da seid. Ich sehe, ein bisschen den Übergang. Wirklich nicht dramatisch. Hängt doch daran, dass meine Haare massiv sind, wirklich dick. Ich meine, wenn ich ganz recht Haare hat, dann ginge das wahrscheinlich nicht so gesehen, weil das dann so an die Niveau geht. Mit den innischen Teilen ist dann wirklich ein Grabvoll. Und ja, wenn meine Haare sind, ja, da ist es ein bisschen mehr. Aber das ist egal. Sieht gut aus. Wie lange Haare? Ja. Aber wenn ich mich drohne, wenn ich denke, ich will schneiden gehen. Das ist nicht machen. Gib mir Fuß an den Arsch, ich weiß nicht. Auf keinen Fall mehr. Aber bon, ich schneide sofort am Kabel und dann geschehen so Sachen. Aber ja. Für den Rest gesehen, ist bestimmt heute ein Gerimm. Sorry, ich habe bei einem anderen abgekommen. Wenn ihr das der Facecamera ist. Die Leute scheinen so mit am Verkehr. Das geht mir heute erstaunlich gut, also dass ich wirklich mein Beinplatte und mein Bein weh. Wenn ich auch kaufen gegangen bin, dachte ich, oh mein Gott, Trüppel. Muss das sein? Ja, muss sein. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit. Das mit mal. Und ja, ich fühle mich schon besonders. Ich habe schon Trappelbock gesehen. Chip, was ist das? Chip, wo geh mir? Wo geh mir? Geh mal pissen. Voilà, wir gehen eine Stunde an den Busch. Jetzt wird Cardio machen. Meal Prep ist on point. Und, oh gut, sie fragt. Egal, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte sagen. Sehr viel dazu. Ciao! So, wir sind zurück vom Tröppeln. Den Hund, den mischt gerade dort. Also, plus minus so viel, ne? Ich mische dort.
Bei mir Oslo bisschen Pediküre drin. Und ja, ich bin definitiv ein Wettstall Dana Treff. Ich bin ein Überzeugten. Alles festzählt an. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, guckert. Ganz regelmäßig an. Absolut stehen ich dazu. Voilà. En plus, als ik gerade am Uwe noch etwas wat ausprobiert heb, schon op Instagram gesehen, unter anderem bei Mood, hat heute noch von einem anderen Mädchen. Ich bin gespannt, ob das geht, wenn das geht, dann weiß ich es. Mega geil. Ja. So, gehen wir mal gucken, ob da der Beginner so am Uwe. Voilà, das ist es. Und zwar aus dem E-Weiß. Und ich denke, mein E-Weiß wäre auch heiß geblieben, weil ich nicht nach Mandelbutter mit dran gemacht habe. Und das gibt mir mein Frühstück. Volumen essen, das ist das, was zählt an der Prep. Weil, wie viel am Bauch hat, den ist auch nicht so hungrig, respektive, mein den einfach, dass ich mehr gegessen. Das ist schon. Ja, toll. Mein hier gehen immer, immer so leid, wenn wir den schwätzen, dann können wir Scheiß dabei raus. Aber bon, so hat, du hast mich verstanden, was das erzählt. Voilà, das ist ein Skin, und ob es schmeckt, das sieht man mal.